schwarz, die Luft war schwül, ich fand nicht Schlaf auf meinem Film. Ich hatte ja nach meinem Studium an der Hans Eisler ein paar Jahre am Volkstheater Rostock gearbeitet und ja, dann kam erstmal die Babypause, ich habe zwei Kinder gekriegt und danach habe ich mich dann mal umgeschaut nach neuen Betätigungsfeldern, weil am Theater habe ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt, weil ich halt ein sehr kreativer Mensch bin und ja, als Sänger am Theater muss man sich doch mehr den Vorstellungen anderer Leute unterordnen, als seine eigenen ausleben zu können. Ja, und dann habe ich angefangen, eben halt auch auf meiner klassischen Basis dieses Projekt Bacio di Tosca ins Leben zu rufen. Und das erfüllt mich jetzt sehr und macht unheimlich Spaß und ist genau das, was ich immer machen wollte. Als nächstes folgt der Titelsong des aktuellen Albums Hälfte des Lebens. Okay, wir haben uns kennengelernt auf dem WGT 2008 und da ist im Prinzip schon die Idee geboren, dass man ein Konzert hier im Harz organisieren könnte. Eigentlich war die Ursprungsidee, das alles in einem Schloss zu organisieren, was nicht so gut geklappt hat. Ich denke, dadurch, dass es nicht geklappt hat und die Baumannshöhle im Prinzip der Veranstaltungsort geworden ist, haben wir ein ganz tolles Ambiente eben für dieses Konzert geschaffen oder im Prinzip gefunden. Im Gesangsstudium bin ich ja besonders intensiv mit dem Kunstlied in Verbindung gekommen, das ja in der Romantik sehr populär war. Und diese Kunstform hat mich wirklich sehr fasziniert und die liebe ich sehr. Und das war dann meine Inspiration für das Projekt Bacio di Tosca. Und beim Kunstlied war es ja auch so, dass Dichter von bekannten Komponisten vertont wurden und diese Lieder dann von ausgebildeten Sängern vorgetragen wurden. Ja, also ich fand es ja mal total toll. Erstmal die ganze Kulisse und hin und wieder fliegt eine Fledermaus umher und dazu diese schöne Stimme, das war wirklich traumhaft. Das hat mir super gut gefallen. Ja, also vor allem die romantischen Stücke mit dem klassischen Einschlag zum Schluss, die fand ich also ganz, ganz, ganz superb. Und da macht man dann irgendwann auch die Augen zu und fängt an zu träumen. Und da wird man so reingewogen, wirklich in die totale Ruhe und kommt zur Besinnlichkeit. Das fand ich angenehmer noch als diese elektronischen Sachen. Ungemein gut natürlich. Also diese Atmosphäre ist in dieser Hinsicht einzigartig. Das ist jetzt ganz was anderes, ein solches Konzert, als in irgendeiner dunklen Diskothek etc. Also so gesehen natürlich sehr schön. Man kann sich nur wünschen, dass das in diesem Rahmen noch einmal so stattfinden könnte. Ja, sehr gut. Uns muss es gefallen. Uns muss es gefallen, das ist nämlich unsere Tochter. Das ist ein schöner Zufall.
ja, das sind wirklich ein Zufall, ja. Ja. Die konnten ausnahmsweise sogar mal dabei sein, ansonsten haben wir immer die Enkelkinder. Ja, war ja schön. Wir hätten sie ja auch mal gern auf der großen Opernbühne gesehen, ja, aber nun hat sie sich mal diesem Projekt verschrieben. Und es ist ja auch eigentlich sehr schön, dass man wieder altes Gedichtgut ausgräbt und versucht, das Kunstlied zu modernisieren. Ja. Ist das auch ein Hauptgrund gewesen dafür, dass das Projekt Kreuzmühle entstanden ist? Den eigenen Fetisch letztlich ausleben, der einem innewohnt und im Prinzip ein Ausbruch aus der Gesellschaft, wenn man so will. Und dazu muss ich auch sagen, dass das Projekt Kreuzmühle nicht allein ich bin, sondern dass es eben ganz, ganz viele Menschen gibt, auch ohne dass es ein Verein ist, die mithelfen, die streichen, die alle möglichen Sachen machen, je nach ihren Talenten. Ohne die würde das Projekt Kreuzmühle nicht funktionieren. Die Zukunft dieses Projektes ist sicherlich erstmal das Ganze wirtschaftlich zu machen, dass es sich etabliert und von Bestand ist. Weil bisher ist die Kreuzmühle noch recht jung, trägt sich natürlich finanziell nicht. Und da sich erstmal zu festigen, das ist erstmal ein ganz großes Stück Arbeit. Okay, die Zukunft. Meint ihr, die Zukunft könnte euch beiden als ja, Team auch wieder zusammenführen? Ich denke schon, dass man bestimmt ab und zu noch zusammenarbeitet. Vielleicht kann man ja so einen Auftritt in der Tropfsteinhöhle nochmal wiederholen, weil das war wirklich sehr schön und würde ich gern nochmal machen.